Austertraum. Alles Beten und Bangen hat nichts genützt. Die deutsche Nationalmannschaft unterliegt im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft Gastgeber Frankreich mit 0:2. Auf der Fanmeile in Berlin herrscht Frust. Ich bin enttäuscht. Sehr enttäuscht. Dabei hatte alles so schön angefangen. Zehntausende feierten am Brandenburger Tor schon Stunden vor dem Anpfiff die Weltmeister und wähnten Deutschland weiter auf der Siegesstraße. Doch nachdem Antoine Griezmann zum zweiten Mal im Stadion von Marseille das Leder versenkt, folgt die Ernüchterung. Viele Fans bemühen sich dennoch, die Niederlage sportlich zu sehen. Also ich fand es sehr gut. Bis zur ersten Halbzeit hatten wir ja alle noch so Chancen und Hoffnungen und sowas. Aber ich denke, jetzt ist es auch einfach okay. Wir haben das so weit jetzt geschafft, bis ins Halbfinale. Jetzt sind wir einfach echt stolz auf die Mannschaft. Also ist gar nicht so schlimm. Ja, das Spiel an sich war, sag mal, war nicht schlecht. Nur die Chancenauswerte von unserer Seite aus waren nicht gut. Und das hat das Spiel entschieden. Die Franzosen dann zwei Chancen und die haben sie genutzt und das war's halt. Wie anders dagegen die Stimmung in Frankreich. Schon beim 2:0 in der 72. Minute kennt der Jubel auf dem Pariser Marsfeld am Eiffelturm keine Grenzen. Nach dem Abpfiff feiern die Franzosen auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées ausgelassen den Einzug ins Finale. Les Bleus treffen im EM-Endspiel am Sonntag im Stade de France von Saint-Denis auf Portugal.